kurz Zeit. Ja, klar. Wie geht's? Soweit, ganz gut bei dir? Ja, auch ganz gut. So, ja, jetzt wie bei einem Wochenende. Ach, aber ganz gut, ich habe halt das Spiel angeschaut und du? Ja, natürlich auch das Spiel geguckt, dann die Spanier und die Italiener, aber gezeigt, wo es lang geht, ne? Oh ja, war schon fast übertrieben, fand ich. Naja, egal. Warum ich hier bin, ist, bist ja echt schon eine ganze Weile bei uns ernst. Ich habe mir gedacht, vielleicht hättest du mal Lust, ein bisschen Personalentwicklung zu machen. Ich habe den Katalog mitgebracht, kannst du einfach mal reinschauen. Ah, super. Ob du irgendwas Lust hast. Ja, ja, sehr gerne. Und sagst mir einfach Bescheid, ja? Okay, gut, machen wir. Alles klar. Das nehme ich. Das ist gut. Alles klar, Teamentwicklung. Ja. Ich kläre das ab, schicke dir nachher noch eine Mail raus. So, aber der Lehrgang dürfte eigentlich schon nächste Woche sein. Ah, okay. Alles klar. Ich wünsche dir was. Schönen Tag. Ja, dankeschön. Bis dann. Geht ihr auch aufs Seminar? Ja, ich gehe auch hin. Ja, hallo, also ich bin der Herr Jung. Mein Name ist Feudal. Lismus. Loyal. Ja, freut ihr euch denn auch alle schon so auf das Planspiel? Ich habe mich ja direkt eingeschrieben, als ich es gesehen habe. Ich habe meinen Chef erst gar nicht vorher gefragt, weil der stimmt ja eh allem zu. Und es wird bestimmt so toll. Endlich mal raus aus dem Alltag, endlich mal was Neues erleben. Das wird bestimmt ganz, ganz toll. Ja, unser Chef freut sich auch schon ganz besonders. Vielleicht sollten wir jetzt mal reingehen, oder? Okay. Hey Jans, ich wollte nochmal vorbeikommen und fragen, wie war dein Lehrgang letzte Woche? Oh, ich fand es eigentlich ganz gut. Ich denke schon, dass es mir viel gebracht hat. Okay, also Wiederholungsbedarf. Ja. Aber wir haben so ein Planspiel gemacht und da waren auch so komische Leute da. Da war dieser Herr Jung, wir haben eben ein Planspiel gespielt und als er gewonnen hat, hat er sich gefreut wie ein Kind. Der ist rumgesprungen, hat geschrien und da waren noch diese anderen zwei. Herr Feuder und Herr Lismus, so hießen die, glaube ich. Als sie ein Planspiel verloren haben, hat der eine geweint und der andere war auch so komisch. Ich habe gar nicht verstanden, was da los ist. Also man hatte wirklich das Gefühl, dass sie vor ihrem Chef Angst hatten. Ganz ehrlich, nach dieser Erfahrung bin ich froh, hier zu arbeiten. Hey Ernst, ich bin auch froh, dass ich dich hier habe. Schön, dass es dich gibt, Ernst.